herzlich willkommen zur siebten Folge von Notruf 1 und 2, die Feuerwehrsimulation Teil 1. Da war er schon drin in der Anmod von dem letzten Mal. Sonst haben wir ja immer Notruf 2 gespielt, aber wir sind ja wieder zurück in Notruf 1 im Multiplayer. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, der schaut die sich auf jeden Fall an. Ja, und Pascal auch die Folgen davor, die war schon ewig. Jetzt lass mich nochmal das Intro fertig machen. Pascal, wie man hört, er auch dabei. Und ja, heute spielen wir wieder ein paar Einsätze. Ja. Wir nehmen das Format nicht ganz so ernst. Richtig. Wir haben ja das vor Ewigkeiten, das Projekt mal gestartet. Dann kam irgendwie ewig lang keine Folgen mehr. Dann kam letzte Folge und jetzt geht's noch weiter. Unser Ziel ist es hier im Multiplayer von Notruf 1, der sich für immer und ewig in einer Early Access befinden wird, die, nennen wir es mal, dezent verbuggt ist. Ja, und hier ist es halt eben so, dass diese Einsätze nicht automatisch generiert werden, sondern dass man sich, das ist immer noch eigentlich als zu Testzwecken bisher gedacht, der Multiplayer, der wurde nie fertig entwickelt, sondern dass man sich hier einfach die Einsätze, die es gibt, halt eben, startet halt im Spiel, sodass wir einfach mal alle Einsätze, die es im Spiel gibt, nach und nach abgehen können und, spielen können im Multiplayer. Genau, und ich würde sagen, so, was steht heute an? Ich wollte einfach mal direkt reinstarten. Ja, was für einen Einsatz haben Sie denn da für uns? Welchen kryptischen Namen sitzt der denn? VU1. Achtung. Hilfe. Warte, ich schreibe mich schnell auf die Liste. Verkehrsunfall VU1. Einsatz für LF24 RTW1. Stimmt, im ersten Teil konnte man ja gar nichts mehr mit RTW und so machen, ne? Der RTW war ja nicht zu bedienen im ersten Teil. Hui. So, ein Verkehrsunfall haben wir heute. Aber einen relativ leichten Verkehrsunfall muss es wohl sein, weil es nur ein VU1, der gemeldet wurde. Und wer kommt zuletzt? Natürlich Tobi. Mimimi. So, jetzt heute fährt mal die KI. Aber ohne mich könnt ihr den Einsatz nicht starten, deshalb ist mir egal. Ja. Hinter uns kommt der RTW. So, alle unverletzt, konnten sich in Sicherheit bringen. Das heißt, wir machen auch nur Sicherung. Ja, RTW fährt nur aus Jux in guter Laune aus. Nee, auf jeden Fall, dass doch jemand sich verletzt hat. Und zur Eigensicherung. Das auch. Ja, auch Vorunfall. Das ist ja alles entspannt. Ah, wir müssen wahrscheinlich Öl binden. Tell me what to do. Macht mal einer die Klappe hier auf. Ich habe keine Aufgaben. Sicher? Ja, warte auf weitere Anweisungen. Jetzt ist der Schlauch wieder normal. Jetzt ist der Schlauch nicht mehr normal. Jetzt ist er wieder normal. Jetzt ist der Schlauch nicht mehr normal. Jetzt ist er wieder normal. Nicht normal, normal. Nicht normal, normal. Hör auf. Leck. Leck. Ah. Ist der Schlauch wieder kaputt. Grafikbug. Ja. Der Schlauch. Der Schlauch ist ein einziger Grafikbug. Du darfst nicht falsch hovern, sonst ist der Schlauch ein Grafikbug. Also. Rolltor aufmachen, Gerätefach. Nein. Ui, das schimmert Regenbogenfarben. Was hast du genommen? Das ist Öl. Achso. Das Öl schimmert Regenbogen. Ich habe überlegt, warum schimmert jetzt der Schlauch Regenbogen? Nein, das Öl, auf dem du gerade stehst und dir deine Stiefel mit einsaust. Ja, ich habe auch eine Aufgabe, Ich darf zum Seitenschneider gehen. Nice. Und Batterie abzwicken. Ah! Wir dürfen diesen Schlauch nicht angucken. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Ich sehe den nicht, der ist so klein. Nicht Schlauch gucken. Ah, ich drehe mich immer falsch. Warte, wie rum möchte ich jetzt gucken? So. Nein, der ist zu weit. Doch auf der anderen Seite. Na. Er backt. Und leckt. Hier muss der irgendwo sein. Oh Gott, oh Gott. Da, so. In dem Gerätefach ist der drinne. Da, außen dran. Da, ich sehe es. Komm, was mal drauf, das Ding ist so klein. Wenn das grün leuchtet, ist es ja trotzdem nicht. So, Batterie abklemmen. Oh, ich glaube nicht mal die Animation dafür.
wir extra in die Ausweichperspektive gehen, um die Animation zu sehen, wer die Batterie abklemmt. Aber gab es nicht mal eine Animation. Oh, dieser Schlauch verursacht hier solche Ruckler gerade. Das ist abnormal. Kannst du mal gucken, ob du in den Schlauchtypen reingehen kannst und da irgendwie was beheben? Nee, ich glaube, da kannst du nichts beheben. Willst du ein Thumbnail machen, wie ich das da drauf streue? Fancy. Mit Schlauch aber. Von mir aus. Wenn du das drauf kriegst. Ich muss halt hier vorne stehen, deswegen. Ich kann mich auch umplatzieren, ich kann mich auch hier hinstellen. Ja, das ist nicht unbedingt besser. Du sollst einen Schlauch mit drauf machen. Ja, wie denn? Dann sieht man sich ja nicht. Man muss sich ja erstmal hier extra weit nach hin. Ah, der Schlauch. Ah, Hilfe. Ja, guck mal, dann stelle ich mich hier hin und du gehst noch. Es geht ja auch um die Gesamtsituation, weißt du? Ich muss den Schlauch ja. Ah! Ich muss die Maus aus dem so ausrichten, dass der Schlauch ja auch broken ist. Das kriege ich aber nicht hin. Nee. Ja, okay, dann mach einfach ein Bild. Hier machen wir auch, wie die da stehen. So. Moment, ich muss mal kurz ausrichten. Die PA kannst du wegmachen. Das sieht lächerlich aus, wenn du da gebeugt dastehst mit der PA. Die fliegt dann von deinem Rücken irgendwie hinten weg, deswegen. So. Gut, mach los. Ich weiß nicht, wie sexy das jetzt aussieht, aber. Also stellweise hast du dich schon ein bisschen sehr, 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 sehr inhuman verbogen. Das sieht ja auch nicht. Ah! Jeder dieser Schlauch lädt, dann leckt bei mir einfach alles. Und ich kann nichts mehr machen. Du immer mit dem Rücken zum Schlauch gehen. Immer mit dem Rücken zum Schlauch. Todesruckler. Immer mit dem Rücken zum Schlauch. Ja, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Dieser Schlauch darf nicht laden. Das darf aber nicht die Textur vom Schlauch laden. Oh Gott. Das sind Probleme im Spiel. Bitte, die Textur vom Schlauch darf nicht laden. Jetzt muss ich aufräumen. Du hast es wieder vergessen. Ja, ich musste kurz zur Seite luken, wo ich denn hingehe überhaupt. Und dann hat der Schlauch da geladen. Direkt bestraft einfach. Ja. Seitwärts geht. Schlauch liegt nicht mehr da, du kannst wieder normal gehen. Schlauch ist weg. Oh ja, sehr gut. Aber alles überlebt. Ihr müsst übrigens da denken, ne? Dieses Spiel war 2016, als es rauskam, das Highlight der Simulationsszene. Und ich fand das Spiel auch damals extrem gut. Es war auch extrem gut. Singleplayer. Für das, was es damals auf dem Markt gab. Aber der Singleplayer ist nicht ansatzweise so verbuggt wie der Multiplayer. Also viele Bugs, die im Multiplayer sind. Auch normale Spielbugs kommen Singleplayer davon gar nicht vor, tatsächlich. Einige schon, weil das Spiel ist bis heute nicht bugfrei, wird es auch nie mehr werden, weil seit über einem Jahr seit 2 Jahren, die Programmierung im Spiel eingestellt wurde und die Entwicklung. Aber. Oh Gott, was macht denn der hier schon wieder? Die Entwickler haben auch die Entwicklung von Notruf 2 und die Einstellung von Notruf 1 ja mit den Worten gerechtfertigt, dass es keinen Sinn ergeben hätte, mehr an Notruf 1 weiterzuarbeiten, weil es einfach nicht mehr zu retten gab. Also, ja. Wenn jetzt Entwickler sagen, in dem Spiel gab es nichts mehr zu retten, ne? Du hast ein Stoppschild überfahren. Das steht doch noch. Alles gut. Hab nichts überfahren. Ja, aber gut. Steht doch noch. Der musste den Fahrerraum bringen mit deiner Fahrschule. Sie haben ein Stoppschild überfahren, das steht doch noch. Schlecht. Allein für diesen Satz wäre die 2500 Euro Fahrschulgebühren wert. Und wenn du nach diesem Satz wahrscheinlich deine Prüfung direkt beenden dürftest. Ja, das war ein schöner 180-Grad-Drift. Wir müssen mal überlegen. Wir lachen uns hier einfach die ganze Zeit schlapp. Und dabei muss ich hier noch ordentlich fahren. Beziehungsweise, wir könnten uns auch fahren lassen, aber das würde halt 10 Minuten dauern. Die Methode liegt auf ordentlich. Ihr
sagt schon, will das Projekt 100% er. Genauso ernst, wie gerade ein Typ durch das Gebäude quer durchgeflogen ist. Hat man so 2-3 Frames irgendwie gesehen. Ah, der 1 ist von deutlich abgeschlossen, weil der RTW noch. Der RTW ist noch unterwegs, glaube ich. Nichts dran, wir müssen Content liefern. Wir müssen warten, bis der RTW wieder da ist. Ja, wird der Einsatz nicht abgeschlossen. Er rückt gerade ein. Gut. So. Der gewählte PKW war aus unklarer Ursache ins Schleudern geraten. Ich dachte mal auch. So wie ich. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Vor Ort wurde die Unfallstelle abgesperrt. Haben wir abgesperrt? Und das Unfallfahrzeug gesichert. Wurde das Unfallfahrzeug gesichert? Die Straße muss mit dem Eintreff der Polizei gesperrt bleiben. Wir haben Schläuche drauf hingehen, wir haben hier dran. Feuerlöscher hingestellt und eine verbackte Lakritze. So, dann, was haben wir noch für Einsätze? Ein paar gibt's ja noch, aber nur noch ein paar. Ja. Also an sich haben wir schon recht für Großteil der letzten 6 Folgen gearbeitet. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz meine Liste sortieren, das ist ein bisschen hier. Ja, wir führen eine Liste. Wir führen so eine Strichliste, mit welchen Einsätzen wir schon abgehakt haben, welche nicht. Müssen wir auch eine Stoppel VU1 zeigen. VU1 haben wir, VU3 haben wir noch und VU3 Dach haben wir schon gemacht. So, Kleinfläche 1 und 2 haben wir schon gemacht. Da gibt es noch Kleinfläche 3. Pumpe haben wir gemacht. Matsch haben wir gemacht. Kledding haben wir probiert. Das ging nicht. Mhm. Das war der Einsatz, der letzte Folge auch erzählt. Nicht ging. Dass es nicht ging. Das ist auch nochmal Kev. Die Kev-Einsätze werden mir gerade irgendwie nicht angezeigt, komischerweise. BMZ würde ich weglassen, weil wir hatten schon die BMZ mit Feuer und Heimrauchmelder hatten wir auch. Ist einfach nur Brandmeldeanlage läuft, die machst du aus und dann fährst du wieder ab. Okay, also wir haben jetzt die Auswahl zwischen VU3, Ölspur 2, Kleinfläche 3 und LKW Unterstrich. Dann machen wir Unterstrich LKW. LKW Unterstrich heißt das. Sag ich ja. Wo gehen wir Unterstrich LKW klingt nach so einem fancy Instagram-Namen. Ich will den Blaulichtmast mal ausprobieren. Also nehme ich jetzt den Typen. Achtung. Geht nicht. Ich kann direkt wieder einsteigen, weil ich hier noch neben dem Fahrzeug stehe. Bist du der Maschinist vom LF? Nee. Ach, das war ich gerade, lol. Deshalb konnte ich den nicht wählen. Ah, voller Löschzug. Auch mit dem einem TLF, weil in dem einen TLF, da ist ja der Schlauchtrupp hier ausgelagert in Mülheim. Im zweiten Teil gibt es den zweiten TLF nicht mehr. Mit dem ausgelagerten Schlauchtrupp. Haben wir alle? Nee, da rennt noch einer. Einfach weil der hier im Spiel sind das so wenig Aufgaben für den Schlauchtrupp und Wassertrupp, dass er einfach zusammengelegt wurde, dass der Wassertrupp einfach alle Aufgaben auf dem Schlauchtrupp übernommen hat. Im zweiten Teil. Deswegen gibt es tatsächlich im zweiten Teil ein TLF weniger. Das WLF gibt es auch nicht, weil es hat im ersten Teil nicht mal andersweise Anwendung gefunden. Deswegen. Ja. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Nur gut, ein neues Kev gibt es. Und das Kev ist auch kein DLC mehr, sondern von Anfang an dabei gewesen. Aber gut. So. ERW fährt auch noch voraus. Mann, oh Mann, oh Mann. Yay, quer durch den Abend. Ah, hier ist der Supermarkt. Dem haben wir auch schon mal gelöscht. Ja, stimmt. Gute alte Zeiten. Fahr doch mal schneller! Das allererste Mal, als wir diesen Supermarkt gelöscht haben, Tobi, das war... Junge, der hält sich an die 50 km/h, das Schwein. Das allererste Mal, als wir diesen Supermarkt gelöscht haben, das war vor 2 Jahren in unserem Adventskalender. Da habe ich damals auch 3 Folgen von Notruf 1 gebracht. Die sehr verruckelt waren. Weil ich für meinen Laptop, auf dem ich damals gespielt habe, zu hohe Grafikeinstellungen gewählt hatte. Warte mal, wir reden schon von einem Notruf, oder? Notruf 1, ja. Die Aufnahmen waren trotzdem verruckelt, die wir da gemacht haben. Also die waren jetzt so ultra krass verruckelt, wie jetzt gerade im Schlauch. Aber es gab immer wieder Ruckler dabei. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Nein, hab ich nicht. Der fährt weiter. Well.
Und blinkt auch immer schön. Fährt der bei dir auch teilweise seitwärts? Nein. Oder dreht sich? Okay, das macht er jetzt gerade bei mir beim Fahren. Wenn man so random so 90 Grad dreht, seitwärts fährt und dann wieder ganz langsam gerade stellt. Einfach die Einsatzleitung überholen. Bis der Beschleunigungsstreifen zu Ende ist, hat er eh ein Problem. Oder er crasht nicht rein. Keine Rücksicht auf Verluste. Ah, LKW-Unterstrich. Heißt, auf der Autobahn brennt die Front eines LKWs. Das heißt mit anderen Worten, Tobi, Schaum! Den gibt's im zweiten Teil von Nutrof ja noch immer nicht. Der ist ja noch immer nicht integriert, der Schaum. Den haben sie immer noch nicht richtig hinbekommen. Hm. Wobei der ja zum, okay. Der spawnt gerade die ganze Zeit neu, der ELW, und zwar auf der Seite. Und stellt sich dann wieder auf, bleibt dann stehen, ist es wieder gerade. Seht es bei mir im Hintergrund. Und unser LF wackelt. Es schwankt wieder von links nach rechts. Jetzt kommt das angefangen, der Regie von Tobi. Aber solange alle Einsatzfahrzeuge nicht am Einsatzort sind, kann man den Einsatz auch nicht starten, Tobi, ne? Mhm. Deswegen sind wir hier machtlos, solange die anderen Fahrzeuge noch nicht da sind. Machen wir einfach alle Lichter an das hier. TLF. Das TLF fehlt noch. Möchtest du alle das einzeln holen, oder was? Ne, es kommt da. Kommt das näher auf uns zu, oder steht das da hinten? Es steht. Das Fahrzeug ist leicht gekippt. Jetzt gibt's wieder langsam zurück. Jetzt ist wieder nämlich zurückgekippt, jetzt gibt's die andere Seite. Ja, ich sag ja, es wackelt. Ich glaube, wir haben den Einsatz schon bei der Anfahrt kaputt gemacht. Ja, weil du alle crashen musstest. Das ist aber der ERW dich gecrashed hat. Die Reihenfolge wurde gewechselt. Oder der RTW braucht einfach ewig. Das kann auch sein. Aber der RTW? Ja. Also an sich sind halt sonst alle da. Also aussteigen kann ich jederzeit, nur. Kann ich nichts machen, wenn ich aussteige. Ich kann nicht aussteigen. Ich schon. Dann hast du es kaputt gemacht. Ich konnte die ganze Zeit bei den letzten Einsätzen auch schon mal aussteigen. Die Route, die ist auch komplett broken, also nee. Ja, du sitzt bei mir. Du bist ausgestiegen und du sitzt in der Luft. Alter, jetzt sitze ich wieder im Fahrzeug. Jetzt sitze ich wieder im Fahrzeug. Ja, sorry, Herr LKW-Fahrer, wir können leider nichts machen, weil, der Rettungswagen will die kommen und eh der nicht da ist, können wir nichts machen. Was machst du da oben eigentlich auf dem Berg? Ja. Alte Fiona Tankhold hier. Wir rücken aus! Ja. Warte nochmal. Bin da. Können losfahren. Ich fahre nicht. Alle auf mich gewartet. Wo bist du drinne? Wo? ELW? Ja. Nee, die Leute aus dem LF habe ich gerade alle warten lassen auf mich. Jo. Aber es ist ELW jetzt keine Spirenzchen mehr macht, ne? Was ist die Signalleuchte? Ob ich das wüsste. Ah, hier muss ich abbiegen. Das Nummernschild hat an der Seite Blaulichter. Why not? Ihr könnt mich nicht kriegen. Also, ich betrachte die ganze Zeit die Fahrzeuge hinter mir, also TLF und RTW folgen mir gerade noch brav. Sehr gut. Aber RTW ist immer so schwer zu beobachten, weil der fährt ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter hinter mir. Während das TLF direkt hinter mir fährt. Aber ich beachte die. Ich hab die im Auge, dass die ja keinen Scheiß bauen. I'm watching them. Also am besten, wenn man es komplett fehlerfrei haben will, dann fährt man einfach nicht selber. Ja, das ist immer das Beste. Die KI weiß eh am besten, wie es geht. Außer nicht KI immer, verpackt. Aber ja. Oder man hat selber die KI verpackt. Wie man Mist gebaut hat. So, TLF 120! RTW auch. Ja, RTW ist auch hinter mir. 120 km/h. Jiha.
Ich brauche irgendein Stoppschild. Sorry, falls ich den LKW demoliert habe. Ist eh total Schaden. Ich sag mal so, ich bin auf 120 km/h gekommen und dann war ich an der Einsatzstelle. Da war nur eine Sache. Achso, ich kann starten. Achso, wahrscheinlich, weil wir die Musik auch rausgemacht haben, ne? Und warte auf weitere Anweisungen. Ich komme mal zu euch. Angriffsdruck. Mahlzeit. Hallo. Also, ich bin ja kein Profi, aber ich würde sagen, das brennt. Den würde ich auch so sagen. Ich glaube, die vom Telef machen hier was. Wollen wir mal in die switchen? Oder der Wassertrupp vielleicht? Ich will dann löschen, ne? Deswegen bin ich Angriffstruppführer. Geh weil zu ich dann Angriffstruppen will. Oder du bleibst Angriffstruppen, oder du musst löschen. Einer von uns beiden wird wahrscheinlich löschen am Ende. Ja, ich baue gerade Schlauch auf. Oh ja, und ich schaue damit zu. So ungewohnt, so ganz ohne Tactical View, so. Die machen alles alleine. Ich glaube, ich hier gab es ja auch. Hier wurde ja auch später dann das Einsatzleiter-Feature hinzugefügt, von der auch den Einsatzleiter und Gruppenführer spielen konnte. Nur bestand darin die taktische Übersicht daraus mit, dass du einfach hintereinander angeklickt hast, okay, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht. Am Ende musste eh alles gemacht werden, was dir angekündigt wurde. Aber es gab so eine Handvoll Sachen, die da in der Liste standen, aber die mussten eh alle gemacht werden. Du konntest nur auswählen, wann sie gemacht werden sollen. Deswegen, so, jetzt bin ich dran. Jetzt kommt nicht der gute Schlauchtragekorb. Wir zu Position. Wer ist Position? I don't see any Position. Hier bei mir. Mir wird die Position angezeigt, frag einfach nicht. Ah, okay. Genau da. Ja, genau. Nee. Ja. Ja. Warte. Wait for other Anweisungen. So, jetzt stehe ich aber auf dumm da. Ja. Aber auch, man kann sich auch Zeit lassen noch, stimmt. Es gibt doch gar keine Brandausbreitung. Wie schön im Schaumrohr. Warte mal, wenn das Feuer gerade. Warte mal. Wenn das, warte mal. Geh mal näher ran. Kannst du aufstehen? Kannst du wieder rangehen? Ich hab gerade aus Versehen das mit dem Mauszeiger irgendwie es geschafft, das Fenster zu nehmen und es herumzuschieben. Und dann ging gar nichts mehr. Du läufst einfach nur da okay. Also ich bin befreit. Okay, weil das wurde jetzt gesagt, geh mal näher an den LKW ran, dann würde ich ein Thumbnail davon machen, wie du den LKW löschst. Naja, das habe ich schon verstanden, aber ich bin halt immer weitergegangen. Ja, ich war so, bleib doch mal stehen. Ich war so, warum rennt der Junge weg? Okay, warte mal. Ich suche noch eine gute Position. So, jetzt. Jo. Da habe ich ein paar schöne gemacht. Robbt er einfach über die Autobahn rückwärts mit dem Schaumrohr in der Hand. Okay. Und muss versuchen, aus immer weiterer Distanz den Schaum auf den LKW zu werfen. Schön. Jetzt machen wir mal in Perspektive hier. Bei mir brennt das immer noch, ne? Das ist ein Bug. Aber was bei mir brennt, ist eh egal. Es zählt eh noch, was bei dir brennt. Hier ist schön warm im Feuer. Lecker. Warm. Junge, ich darf deinen Zielschlauch aufräumen, ne? Ja, ich hab mir wirklich nur hingelegt. Ich hab sonst damit nichts gemacht. Ich hab den nur hingelegt. Abgestellt und rausgeräumt aus der Verpackung. Bisher hatte ich sonst keine Aufgaben bei diesem Einsatz. Also, ich bin echt produktiv.
Also, ich bin so produktiv, so wie sie einerseits von mir haben möchte, aber. Ja. Also, von mir aus können wir fahren. Ja, so auch. Wir sind nur noch nicht alle Schlauchtreibkörper und so dran. Ach, sind wir verbuggt oder was? Den Anschein besitze ich. Also, mir ist hier nur in Eigeninitiative irgendwas aufzuräumen, wie Notruf 2. Also, da kannst du es ja einfach machen. Das empfiehlt sich hier nicht, weil sobald du der KI irgendwas durcheinander bringst. Wasserprobe und Maschinist streiten sich, glaube ich, gerade irgendwie. Weil, sobald du hier irgendwie in die KI eingreifst, dann wird dir alles fuchsteufelswild und nichts funktioniert mehr. Deswegen so ungefähr, was hier gerade abläuft. Ja, gut, das passiert von alleine, aber wenn ich jetzt die Schlauchhaspel bin, alleine selbst eigenständig aufräumen würde, das würde die KI nicht checken. Also theoretisch soll sie es checken, praktisch tut sie es aber nicht. Das ist nur ganz selten, ne? Checken, dass man irgendwas eigenständig gemacht hat. Deswegen nur Sachen machen, wenn man auch einen Task dazu hat eigentlich. Sonst ist die KI eingeschnappt und dann passieren irgendwelche Sachen wie, dass der Typ, der das Zeug wirklich aufräumen soll, dass es wieder abräumt zum Beispiel. Durch diese endlosen Verwirrungen geben. Gehe zur Fahrzeugtür. Fahre mit nach Feuerlacher. Oh Gott, Tobi fährt nicht. Oder wie? Was? Nö. Ach, ich dachte, du fährst. Nee, nur die KI. Bei mir lassen wir jetzt einfach so einen brennenden LKW zurück. Weil wir haben immer noch die Front brennt von dem. Sehr gut. Och Mann, ey, ich find's schade, dass wir nicht zusammen einfach auf diesem ELW hier rumhalten können. Das ist schön schnell, weißt du? Soll ich mit zu dir nach vorne kommen oder wie? Nee, geht nicht. Es ist nur eine Person, die du spielen kannst. 120, so. Komm, du schaffst 125! Nein, der schafft nur 120. Aber man kann, ach stimmt, man kann ja einer, der ist schon dieser Einsatzwelter-Motor, den gibt's aber im Multiplayer nicht. Den hat man nur im Singleplayer aktiviert, weil der wurde auch später im Nachhinein hinzugefügt. Das aber dumme Ding, Multiplayer Pascal. Eh noch nicht alles, was er fertig war, hat man auch noch nicht alles hinzugefügt gehabt. Pascal, der schafft nur 120. Der Taro geht bis 125, aber er schafft nur 120. Aber der ist bei 120 abgeriegelt. Oh, ist ja böse. Jetzt so Fahrzeug in der Realität geht nur bis 120. Geht die Tankanzeige eigentlich so irgendwann runter? Wenn ich hier endlos im Kreis auf der Autobahn fahre, geht die Tankanzeige irgendwann runter? Ich glaube nicht. Aber stellen wir uns so eine Realität vor, so unbeschränkt auf der Autobahn, Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht fahren langsamer als der Rest. Gut, aber da hast du wahrscheinlich eh diese Situation, dass du bestenfalls eine Rettungsgasse hast und. Naja. Ja, das kann ja auch sein. Aber teilweise kann es auch sein, dass du, keine Ahnung, jetzt. Zum Beispiel im Ruhrgebiet gibt es das ja ganz häufig, dass du da, keine Ahnung, als Sonderfahrzeug von einer Stadt die andere Stadt gerufen wirst, weil nicht jede Stadt da jedes Sonderfahrzeug hat, weil die Städte sind so eng aneinander, dass es sich gar nicht lohnt würde, wenn da jede Stadt die Sonderfahrzeug hätte. Und dass du dann, keine Ahnung, von einer Stadt die andere dann fährst und dann über eine Autobahn da fährst, mal zum Beispiel. Aber gut, da wirst du wahrscheinlich weniger unbeschränkt haben, da in diesem urbanen Raum. Deswegen. Aber trotzdem. Nein, ich bin gerade nicht etwas abgedriftet. Junge, nee, ich hab dich so abgehangen. Ich hab dich so abgehangen. Ja, wir fahren ja auch nur 50 gefühlt. Ja. Wahrscheinlich fahrt ihr nur 50. Ich weiß es nicht. Ich sehe den Tacho nicht. Aber. Ab hier sitzt unbegrenzt. Davor war 100. Hier sitzt unbegrenzt. Da war 100? Ja. Da war jetzt gerade ein 100 durchgestrichen Schild. An dem wir vorbeigefahren sind. Aber wenn du so schnell fährst, dann siehst du das natürlich nicht, ne? Aber gut, hey, du bist zwar eher auf der Wache, aber dafür muss ich weniger auf der Wache warten, ne? Auf der Wache gibt's aber Kaffee. Und Tee. Auch schön, wie er einfach so extrem oft auf die in die Ausfahrt da einbiegt. Anstelle da den Ausrollstreifen zu benutzen. Junge, diese automatische Kamera zurücksetzen, ja, das ist dezent belastend. Ja. Du willst nach hinten schauen, um das TLF zu beobachten, ob das dir auch folgt zum Einsatz. Und jedes Mal switcht die Kamera wieder nach hinten. Nach vorne. Also gerade, was ich auf dem Tau gesehen habe, war 20. Ja, schon irgendwie traurig, ne?
Dabei ist heute nicht mehr Sonntag, sondern Montag. Also Sonntagsfahrer ist es nicht mehr. Und gut, im Spiel ist immer Montag, wenn man gerade startet. Deswegen. Und beim Multiplayer musst du eh immer neu starten, da kannst du nicht weiterspielen. Das gibt's ja nicht, weil immer noch alles Early Access und ja, für was anderes war der Stand noch nicht gedacht. Dieser Stand hier, das wurde mir so nicht gedacht, als einfach nur rumexperimentieren. Also ich sag mal so, es hier geht auch nur eine andere Route jetzt von dem Punkt von der Feuerwehrwache zur Autobahn irgendwie, aber halt in gerader Strich durch die Map. Auf dem Navi. Nett. Naja, das ist dann der schnellste Weg, würde ich behaupten wollen. Luftlinie. Ja. Achso, ich habe wo muss ich hier rein? Da muss ich rein. Einmal Hauswand wegschrammen. In dem Fall hätte es wahrscheinlich eher den Außenspiegel getroffen, aber. Ich habe überlegt, hä, aber bei mir ist so gestanden, ne? Obwohl ich die Rückfahrsounds hatte. Das war gerade ein bisschen awkward. Guck mal, kann ich alle Fahrzeuge nach Hause fahren? Nächstes Fahrzeug. Da kriegen wir mal das Feeling von allen Seiten. So, und der RTW, ach guck mal, der RTW kommt doch gerade eh schon. Also, alles super gemacht. Der rückt noch schnell ein, dann kommt der Einsatzbericht und dann sollen wir es, glaube ich, mit der Folge gehabt haben, ne? Ja. Sollte passen. Muss ja nicht jedes Jahr 30 Minuten Folge werden. Na komm, RTW. Oh, jetzt wendet der da erstmal noch. Dem Vorplatz da. Ey, was streust du? Was ist das? CO2-Pulver? Also, Pulver tut dir in den Augen weh, es weh. ABC. Und mit CO2 ersticke ich. Also Pulver. Cool. Und im Stich- und LKW-Brand wurde die Feuerwehr zum Autobahnabschnitt der A42 gerufen. Bei Ankunft an der Stelle stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen. Durch schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Ausweitung auf die Zugmaschine verhindert werden. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Während des Einsatzes musste der Autobahnabschnitt in beide Richtungen gesperrt werden. Deswegen fuhren auch keine Autos. Das liegt nicht daran, weil die Entwickler auf der Autobahn warum auch immer keine Autos einprogrammiert haben, sondern weil er abgesperrt war. Logisch. Natürlich. Och Mann, die DLK hat CO2-Löscher. Im zweiten Teil gibt es ja im Gegenzug dazu ja dann diese Rettungsgassen, durch die man sich da durchquetschen muss zum Einsatz. Deswegen. Aber gut, Tobi, dann hätten wir es geschafft für heute. Jo. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Tschüss.